Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit BSN 2. Und heute machen wir weiter mit der Administration. Und als ersten Schritt wollte ich hier das Delete User noch ein bisschen verbessern. Und zwar habe ich hier sogar schon als Kommentar drin, dass ich Super Admin sein muss, um einen Benutzer zu löschen. Heißt, ich muss mir hier wieder den entsprechenden Code reinkopieren. Meinetwegen hier bei make super admin. Da habe ich ja hier das hier. Genau das muss ich mir kopieren und hier bei dem einfügen. So. Damit sollte das soweit fertig sein. Und ja, jetzt kann ich erstmal hier wieder in den Source-Ordner gehen und mir schön einen neuen Benutzer erstellen. Weil mit dem Testteil hier kann ich ja sowieso nichts mehr machen. Denn selbst wenn der Benutzer Test 2 existieren würde, könnte ich den nicht löschen, weil ich jetzt nicht mehr die nötigen Rechte habe. Also, ich kann mir hier theoretisch einen Benutzer namens Test 2 und ABC machen. Wurde erstellt. Und wenn ich jetzt hier sage Test.bat ausführen, Network Users Test existiert weiterhin, da ich nicht genug Rechte habe, um diesen Ordner zu entfernen. So. Wenn ich mir jetzt natürlich... Nein. Das liegt jetzt daran, dass ich nicht angemeldet bin. So war's. Und wenn ich jetzt hier Test und wieder ABC nehme und mich dann anmelde, Test ABC, Test ABC, habe ich mich angemeldet, sieht man daran, dass ich hier die user.bsn-Datei habe. Und wenn ich jetzt hier versuche, den Benutzer zu löschen, geht's immer noch nicht. Ist auch gut so. Und ja, nur wenn ich jetzt hier meinen Testbenutzer, oder wie habe ich mich hier angemeldet, mit Test. Source Test. Okay. Nur wenn ich jetzt hier meinen Testbenutzer zu super mache, also mit Admin reicht es nicht. Das sollte es zumindest nicht. Also hier Test. Network Users existiert noch alles. Und wenn ich mich jetzt hier zum Super Admin mache, dann kann ich hier mit Test den Benutzer tatsächlich löschen. Sonst nicht. Und wenn ich jetzt versuche, mich zu löschen, dann sollte das auch nicht gehen. Tut es irgendwie trotzdem. Okay, das muss ich noch ändern. Wenn die Benutzerklasse, wenn die eigene Benutzerklasse, so, wenn die, also dieses hier ist dafür da, dass ich das nur als Super-Admin ausführen kann, dieses Programm. So, und jetzt müsste ich eigentlich noch dafür sorgen, dass ich Super-Admins nicht löschen kann. Also wenn ich mir meinetwegen hier wieder den Testbenutzer erstelle, registrieren, Test ABC, wurde erstellt, dann kann ich den zum Super-Admin machen
So. Und dann kann ich den trotzdem löschen. Und das möchte ich nicht. Denn ich möchte so machen wie bei MakeAdmin, dass ich nämlich hier vorher noch abfrage, dieses hier. Set User to Upgrade und so weiter und so fort. Wobei das eigentliche Wichtige ist das hier. So. Bei Delete User kann ich das auch machen, theoretisch. Ja. Hier mache ich das ja sogar quasi schon. So. Also das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass ich... Moment. User-ID wird beinhaltet den eigenen Benutzernamen. User-to-Upgrade ist also in dem Fall genau das gleiche wie needed-User-ID. Das heißt, das Teil hier kann hier drunter und hier needed-User-ID needed User ID. So. Jetzt sollte das eigentlich klappen, dass ich mich hier, wenn ich selber Superadmin bin, nicht löschen kann. Also hier klar Super. Und in test.bat möchte ich mich gerne löschen. Also den Testbenutzer. Und das sollte eigentlich jetzt nicht mehr möglich sein. Ist es auch nicht. Das ist doch schon mal ganz schön. So, und dann würde ich sagen, war es das noch nicht mit diesem Video, wie vielleicht jetzt einige gedacht haben, sondern ich mache mir hier ein kleines Administrationscenter sozusagen. Also hier mache ich mir eine Datei administration.bat. So. Und die öffne ich in Notepad. Nein, die ganzen Sachen schließe ich. Und dann kann ich mir auch hier test.bat wieder löschen, weil das brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich kann hier Administration öffnen. So. Diese Datei macht nichts anderes als eine Datei aus dem Graphics-Ordner aufzurufen. Genauer gesagt aus dem Unterverzeichnis Administration. Administration. So. Und zwar gibt es ja drei Fälle, die wir haben können. Entweder wir sind Superadmin, oder wir sind normaler Admin, oder wir haben in dem Sinne keine großartigen Rechte auf diesem Netzwerk. Das sind die drei Möglichkeiten. Und für alle diese drei Möglichkeiten möchte ich jetzt ein spezielles Menü haben. @echo-off natürlich am Anfang. Und dann if not exist, temp bsn2 user.bsn2 go to no rights. Denn wenn man nicht angemeldet ist, kann man auch keine Rechte auf diesem Netzwerk haben. Dann, wenn das existiert, dann kann ich ja auch die Benutzer-ID auslesen. ZP-User-ID auf den Inhalt von dieser Datei, weil die existiert ja, das haben wir abgefragt.
und dann if exist network, nein, if not exist network users user ID class.txt go to no writes. No writes ist übrigens hier. So. Und dann, wenn ich dann immer noch hier weitermache, dann kann ich davon ausgehen, dass der Benutzer existiert und kann dann die Nutzerklasse einlesen. Set pcurrentClass ist gleich die Benutzerklasse. Und wenn dann diese Benutzerklasse currentClass ist gleich super, go to super writes. Und sonst, wenn die current class ist gleich admin, go to admin writes. Und sonst, go to no writes. So, bei no writes soll es einfach die entsprechende Datei callen, hier bei graphics administration no writes.bat und exit. So, bei admin writes soll es quasi das gleiche machen, nur halt für die entsprechende Funktion, also admin. Und das Ganze auch bei super. Super. So. Das sollte soweit klappen. Ja. Es sollte klappen. Vorausgesetzt, man hätte hier die Dateien. Wenn man die Dateien jetzt nicht hat, sollte ich trotzdem schauen können, ob das Einlesen der Benutzerklasse klappt. Also wenn ich hier jetzt Administration mache, no writes wurde nicht gefunden. Wenn ich jetzt Network Users Test, Moment, bin ich angemeldet? Temp BSN 2. Nein, ich bin nicht angemeldet. Okay. Das erklärt es. Anmelden. Test ABC. Test ABC. Erfolgreich eingeloggt. Und wenn ich jetzt hier Administration mache, dann steht hier auch ganz kurz Super Writes. Und wenn ich Network Users Test Class in Admin ändere, dann steht hier auch Admin Writes. Und wenn ich das in irgendwas ändere, dann sollte hier auch ein No Writes stehen. Heißt, es hat funktioniert. Das ist ja schon mal sehr schön. So. Jetzt teste ich, ob es auch klappt, wenn man den Server hat. Also wenn man selber der Server ist. Das sollte es nämlich eigentlich. Also, hier bei, also ich mache es jetzt so, ich starte den Server bei einem zweiten Benutzer, den ich jetzt erstelle. Also ich erstelle mir den Benutzer Test 2 mit ABC und tue so, als hätte ich mich mit dem angemeldet. User.bsn2
Und hier kommt dann Test 2 rein. Test 2. Und dann sollte ich hier bei Administration eigentlich keine Rechte haben, genau. Und wenn ich dann, also ich teste jetzt nochmal was mit dem Löschen von Benutzern, also CD User Profile Desktop BSN 2.0 CD Source und dann Call API Network Administration Delete User.brt mit dem Benutzer Test 2 und der soll jetzt, also ich nochmal zur Erinnerung, ich bin hier Superadmin, Test 2 ist normaler Benutzer, das heißt, ich sollte ihn eigentlich problemlos entfernen können. Allerdings starte ich jetzt den Chat unter der ID von Test 2. Warum geht das nicht? API Network Chat. Ernsthaft, warum geht das nicht? Senden an Editor. Test 2. Sollte es doch eigentlich geben. Warum kann ich dann keinen Chat machen? API Network. Chat. Okay. Das verwirrt mich. Wenn das existiert, dann startet Chat weiter. API Source Network Users Test 2. Das hat das aber doch. Warum geht das nicht? Eigentlich sollte das funktionieren. Okay. Es verwirrt mich. Das ist doch in Source. Und es kommt auch scheinbar hier in diesen Chat-Writer-Bereich rein. API, nein. Network, Users, Test 2, Chat-Writer. Sonst würde hier ja nicht Echo CD kommen. Set User ID, Chatroom. Ist das vielleicht das Problem? Ich probiere es jetzt nochmal. Network, Source, Chat. Nein. Warum geht das nicht? Eigentlich sollte es gehen. Chatroom. Moment. Users, Test 2. Chat Quit, Chat Writer, Server Check, passt eigentlich alles zusammen. Test. Was passiert, wenn ich mich unter Test anmelde? Senden an Editor. Test. Wenn ich jetzt das mache, geht es auch nicht. Okay. Okay. Wenn existiert Network Users Test Chat.chatroom existiert aber nicht. Das heißt, eigentlich sollte das so klappen. Eigentlich. Irgendwie klappt es aber nicht. Source Chat. Ernsthaft, warum klappt das jetzt nicht? Main. Chat. Dann kann man sich anmelden.
Test 2 und... Oh, ja gut. Ich weiß jetzt wieder, woran es lag. Test 2, ABC. Es lag nämlich daran, dass wir ja keinen Chatraum eingetragen haben. Wir brauchen hier chatroom.bsn2 und da können wir dann Test reinschreiben. Test. So, dann können wir hier den Chatraum auch schön wieder löschen. Weil 36 Dateien brauchen wir dann weniger nur. Ja. So, und dann sollte der Chat jetzt funktionieren. Also ich bin als Nutzer 2 jetzt angemeldet. Test 2. Wenn ich jetzt den Chat starte und Hallo schreibe, dann habe ich die Serverfunktion. Heißt, ich bin jetzt in dem Fall Server. Und wenn ich jetzt hier den Server am Laufen habe und dann irgendwer den Benutzer löscht, sollte eigentlich der Server ausgeschaltet werden. Wird der aber nicht. Das ist auch gut so, denn ich habe vergessen, mich mit dem anderen Benutzer einzuloggen. Test hat sich jetzt eingeloggt. Und wenn ich jetzt hier wieder cd user profile desktop bsn 2.0 cd source und dann call api network administration delete user.brt test 2. Jetzt sollte aber der Server ausgeschaltet werden. Wird der nicht. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Batch-Datei kann nicht gefunden werden. Okay. Heißt so viel wie, der Server ist angehalten. Und wenn ich jetzt hier guten Tag schreibe, kann das System meine Benutzerdateien nicht finden. Und wenn ich jetzt mit der Identität von Test wieder in den Chat gehe und dann Hallo schreibe, dann funktioniert das alles soweit nicht. Das ist doof. Aber das kann man ändern, indem ich hier bei API Network Chatcore im Server-Check nein, möchte ich nicht behalten. So. Und zwar, es kamen ja gerade so ein paar Fehlermeldungen. Und zwar lagen die vermutlich daran, dass halt hier bei Count Loop, also nach End, da, nein, Moment. Es ist noch anders, glaube ich. Und zwar ist es ja so, dass der Server sich beendet, sobald chat.txt nicht mehr existiert. Und das können wir schauen, was das ist. Das sollte hier. Da, go to end. Und hier passiert dann Folgendes. ZP username ID gleich network users list of users und so weiter. Ja. Wenn das nicht existiert, dann exit. Das kann es irgendwie nicht sein. Weil es hieß ja, was von wegen Batch-Datei wurde nicht gefunden. Obwohl ich eigentlich
gedacht habe, dass ich hier bei Administration Delete User habe ich doch zuerst Server. Irgendwas gelöscht. Vielleicht sollte ich einfach irgendwie, keine Ahnung, 5 Sekunden warten. Mal schauen. So. Dann probiere ich das einfach nochmal. Create. Ups. Das sollte man nicht machen. Also hier Main. Registrieren. Test 2. ABC. Dann nehme ich mir hier mal die Identität von Test 2 und sage dann, hey, ich möchte gerne den Chat starten. Das geht natürlich wieder nicht, weil ich keinen Chatraum hier drin habe. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, dass ich den jetzt immer neu erstellen muss. Umbenennen chatroom.brt, nein, .bsn2. Und dann kann ich mir wieder das Test reinschreiben, wie wir das ja schon kennen. Und dann kann ich hier den Chat starten und Hallo sagen. Dann bin ich hier in dem Server drin. Und jetzt kann ich mal die Ausgaben anschauen. Und zwar, wenn ich jetzt hier mir wieder die kleine Testdatei schreibe, die ich eigentlich ja gerade gelöscht hatte, aber hey, passiert mal. Da kann ich dann schreiben call API network administration delete user.brt test 2 und dann funktioniert das nicht. Warum funktioniert das nicht? Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade keine Ahnung. Moment. Test.brt bearbeiten. Pause. Network Users. List ist alles noch da. Test 2 und normales Test sollte das jetzt sein. Ja. API Network Administration Delete User. Also erstmal so Delete User.brt oder nein. Bearbeiten. Das hier war das, was ich brauche. Okay. Also, delete user.brt mit Test 2 als so wahrscheinlich. Es ist besser. Okay. Test. Drücken Sie eine beliebige Taste. Okay. Network Users. Test 2 existiert jetzt immer noch. Warum existiert Test 2 immer noch? An fehlenden Rechten liegt es, glaube ich, nicht. Nee, tut es nicht. Dann muss es wohl daran liegen, dass der Server ist. Zumindest wäre das das Einzige, was ich mir noch halbwegs vorstellen kann. Also, hier, vielleicht muss ich auch einfach erstmal ifexist.chat.txt erase chat.txt machen. ifexist
das hier. Chat.txt erase. Moment. So. Erase chat.txt. Natürlich hier entsprechend dem Ordner auch. Und dann wieder timeout slash no break 3 in null. Timeout funktioniert doch, oder? Timeout no break 4. Okay. Das funktioniert soweit. Das ist ja gut. Dann sollte jetzt eigentlich es möglich sein, das zu löschen. Source Test Delete User von WAT Test 2. Ist immer noch da. Warum wird es einfach nicht gelöscht? Angemeldet? Habe ich mich wieder richtig angemeldet? Es könnte natürlich auch sein, dass ich das vergessen habe. Senden an Editor. Ja, natürlich. Test muss ich heißen. So. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Wenn ich Test starte, wird der Chat beendet. Die Batch-Datei kann nicht gefunden werden. Welche Batch-Datei meint der? Server-Check. Wenn chat.txt oder so nicht existiert, Moment, wo ist das jetzt? Irgendwo in Main Loop. Wenn das hier nicht existiert, go to end und hier sage ich was mache ich da eigentlich? Warum redet der etwas von die ja gut, ich habe eine Vermutung. Und zwar liegt es, glaube ich, daran, dass ich die Dateien ja immer in den Benutzerordner kopiere. Was jetzt im Nachhinein eigentlich ziemlich bescheuert ist. Weil ich die ja eigentlich auch in der grundsätzlichen API schon einmal vorhanden habe. Das heißt, ich könnte einfach hier überall statt den ganzen Calls bei den Benutzernamen immer in der API suchen. Okay. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ja gut, das gehört schon noch in die Benutzerordner rein. Das ist halt so. Und dann zum Beispiel dieses Server-Check. Das muss eigentlich nicht unbedingt in jeden Benutzerordner rein. Denn das kann ich hier vom Chatwriter, von dem hier, auch zum Beispiel hier, das. Das kann ich auch aus der API raus aufrufen. Und das hier auch. Und dann dieses hier ebenfalls.
Und damit sollte es dann eigentlich auch schon relativ gut möglich sein, wenn ich das jetzt aktualisiere und mal den Server beende, also hier quit network, nein, source, network, users, test, hier die Dateien aktualisieren. So, kopieren und ersetzen. Alles passend soweit. Und dann das noServer.txt weg. Oder .test weg. So. Jetzt wieder die kleinen Versuche. Und zwar hier wieder den Benutzer Test 2 erstellen. Registrieren Test 2 ABC. Benutzer wird erstellt. Kann ich mich anmelden? Test 2 ABC. Test 2 ABC. Dann kann ich hier in den Chatraum gehen. Also chatroom.bsn2. So. Und dann hier wieder Test reinschreiben. Und dann bin ich als Test 2 angemeldet, kann in den Chat gehen, Hallo schreiben. Und jetzt sollte es eigentlich möglich sein, hier in dieser Konsole hier, also ich probiere jetzt wieder den Benutzer zu löschen. Und dafür brauche ich halt, wobei, eigentlich brauche ich nur test.bat. Das war scheinbar erfolglos, macht Sinn, weil ich hier immer noch mit dem falschen Benutzer angemeldet bin. Also test, so, source test.bat. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Hier ist der Server. Wenn ich jetzt test.bat starte, wird der Server beendet. Und genau das ist es, was ich erreichen wollte, falls man es nicht verstanden hat. Und das Schöne ist jetzt, dass hier die ganzen Benutzer wieder Server werden können, obwohl der Benutzer, der früher Server war, gelöscht wurde. So. Dann würde ich aber sagen, bevor das Video jetzt zu lang wird, wenn wir hier das Administrationstool weitermachen, würde ich sagen, beende ich das Video hier und mache das Administrationstool im nächsten. Und deswegen würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.